So, neues Spiel, neues Glück. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Und wir müssen mal wieder eine Runde PUBG spielen. Ja, ich habe schon wieder voll vergessen, wie das geht. Ich wollte eigentlich auch jetzt erstmal wieder nur FPP... FPP spielen, aber ich muss jetzt erst wieder reinkommen ins Game. Wie gesagt, das ist das zweite Match nach meinem Urlaub. Und, da spielen wir erstmal nochmal ein Casual zum Warmwerden hier. Wo kommt man raus? Wir gehen mal... Fairy Pier. Fairy Pier. Und dann, Military Base ist natürlich auch nice. Hier war ich noch nie. Wait a minute. Das machen wir jetzt. Runter, 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 runter. Oh mein Gott. Oh, das wird hart. Gehen alle hier in die Military Base, glaube ich. Hä, mit mir zusammen kommt keiner runter? Wirklich? Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Erstmal gucken, Fallschirme. Sehe ich keine. Okay. Boah, das war klar. Leck von mir. Boot. Nee, ist kein Boot. Kein Boot. Spiel FPP. Come on. Okay. Wir kommen langsam wieder rein ins Game. Wir kommen langsam wieder rein ins Game. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich und euch als Zuschauer. Nicht das königliche Wir. BZ-Granate, top. Ich dachte, ich habe gesehen. Wir sind hier allein. Ne, wir bleiben weiter weg doch. Wir bleiben bei der Vector. Ich brauche ein Extended Mag für die Knifte. Smoke. Ohne Extended Mag ist die Vector leider nicht gut. Und wir brauchen ein Scope. Wir brauchen einen Scope. Ich habe da so eine Idee. Ja, so ist es besser. Die M16 ist ziemlich... Finde ich gar nicht schlecht als Sniper. So. Scopes. Please. 9mm nehme ich auf jeden Fall mit. Bison hat halt den Vorteil, der hat mehr Munition. Du kriegst mehr Munition rein. Derponov. Passt. Eine Derponov bringt mir natürlich auch noch was. Wenn ich... einen Scope dafür finde. Oh man! Okay, scheiß drauf, Bison. Der einzige Grund, wieso ich die Bison nehme, ist, weil ich dann einfach mehr Munition drin habe. 53 Schuss. Ist leider nicht anders drin. Müssen wir so machen. Bleib weg. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Hier noch was Feines. Warte mal. Also noch ein bisschen rumsortieren hier. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Jetzt sind wir dran. Das machen wir so.
Was? Secret Base Key, nice. Na, da ist noch was. Da wird mir noch was angezeigt. Da wird mir noch was angezeigt, Punkto. Oh, I love it. Hoffentlich schaut der Killcard nicht zu. Okay, das ist die richtige Munition. So viel Munition braucht niemals. Ich brauche einen Extended Mag für die. Nee, stimmt nicht. Ich brauche einen Scope, das ist alles. Das nehmen wir mit. Das First Aid gibt mir mal auch mit. Passt. Alles klar. Okay. Secret Base muss ich jetzt noch eine finden. Aber keine Ahnung, wo eine ist. Können wir ja mal Google in der Zwischenzeit mal jetzt holen. Scope brauchen wir unbedingt noch eins. Also ein Bullet brauchen wir nicht antreten. Aber der Reinnehmer. Nope. Wir chillen hier. Und guck mal auf der Karte. Ferry Pier. Hässlich, Leute, hässlich. Wir brauchen ein Auto. Und hier steht wahrscheinlich nur eins. Hier stehen immer Autos, aber ich will jetzt nicht zu der Brücke rennen. Das ist natürlich auch eine Option, wäre ein Boot, ne? Aber neben Boot bringt mir nichts. Muss hier irgendwo nach oben nicht auf die Suche nach einem Auto begeben. Wird kein Weg dran vorbei, machen wir so. Führt kein Weg dran vorbei, machen wir so. Gott, ich habe mir im Urlaub Videos über Cheats angeguckt, was da alles gibt. Crazy Shit, sage ich euch. Da möchte ich echt dieses Spiel nicht mehr spielen. Also es gibt so crazy Cheats heutzutage. Teilweise echt unlustig. Hardware-Cheats, AI-Cheats, Software-Cheats. Gibt's schon echt so einen richtigen Sack voll. Und man fragt sich echt. Okay. Warte mal, ich will jetzt nicht. Das merkt ihr, wie ich daneben springe? Ganz ehrlich, was geht ab? Wie gesagt, da spielt man mal einmal für 3 Wochen kein PUBG und schon stellt man sich an, ey. Komme ich da hoch? Ja, wieder letzte Mal. Oh mein Gott. Ich muss wieder in das Spiel reinkommen. Und nicht nur ins Spiel, nein, ich muss auch in die rote, in die blaue Zone reinkommen. Let's go. Okay, da haben wir eins. Passt. Ah, gut. Okay, passt. Dann, ich finde es super. Come on. Mountain Bike. So, jetzt nehmen wir uns die 9mm Munition wieder mit. Und da schon fast 9mm.
Passt. Und dann machen wir uns auf die Sache. Mal da hoch, nee. Da kann ich nicht durch. What a game! Was? Ich fahr gerade, ich spiel so schlecht. Ich spiel so schlecht. ...48 noch am Leben. Shit. Rote Zone. Der Buggy wäre natürlich auch was Feines, ne? Einmal nur Buggy. Warum nehme ich den? Der ist schneller. Ich muss mich beeilen. Ich nehme das Auto, was am schnellsten ist. Beeilung mit der Peilung. Zone tut weh. Ich muss los. Oh. Autsch. Noch 42 am Leben. Es wäre, wenn man an sowas stirbt, ist es immer besonders bitter. Average Sniper hat sich mal beschwert, hat ein Video neulich gemacht, wo er sich echt krass beschwert hat, wie viele Cheater es gibt. Und ich glaube, ja, in PUBG gibt es viele Cheater. Aber ich glaube auch, dadurch, dass sich das Game ja ausschließlich finanziert über Service, also über irgendwelche, keine Ahnung, Skins im Wesentlichen, bin ich der Meinung, dass doch noch überraschend viel eigentlich gemacht wird, um diese Cheaterei in den Griff zu bekommen, wenn man bedenkt, dass das Game 7 Jahre alt ist. Ne? Ja, ja, alles klar. Nicht in Ruhe. Driften. Vor uns sind noch welche. Ist mir eigentlich egal. Ne? Das war, glaube ich, ein echter, oder? Der erste Kill. Muss über die Brücke. Muss über die Brücke. Pedal to the middle. Rossock. Ich würde sagen, wir fahren die Straße entlang. Obwohl, nee, wir gehen auf die Seite. Ich habe einen Plan. Wir fahren jetzt. What? Jetzt hier links. Da war schon einer. Problem. Das war ein ganz schöner Roadtrip, mein lieber Scholli. Ganz schöner Roadtrip, den wir da hingelegt haben. Was ist das da vorne? Was macht denn der da?
What the fuck? Okay, warte mal. Nee, der holt nur eine Dings. Der hat nur eine Crate gecrawlt. Alles klar. Passt eigentlich, oder? Passt doch eigentlich. Die ist halt auch gut, ne? Aber ich habe zu wenig Munition für das Ding. Naja, das ist schon ein bisschen was. Ich hätte gerne noch ein anderes Scope, ehrlich gesagt. Auto. Und meine Beine sehen hier. Auto. Ein Motorrad. Shit, mir gefällt es hier gar nicht. War nicht an mich gerichtet. Warum fahren die alle an meinem Compound vorbei? Und warum spiele ich in... Ey, ich muss jetzt leider die Perspektive doch wieder umstellen. Ach komm. Willst du... Also ganz ehrlich, für den Use Case, den ich jetzt da gerade vorhab, ist, glaube ich, die Dirtbunov besser. Finden wir die wieder? Waren die Mark 12 gelegen? Hä? Bin jetzt narrisch. War hier hinten, oder? Genau. Weil ich dann mit diese Single-Headies machen kann. Und die sind halt schon echt mächtig. Und ich kann mir Munition mitnehmen. Ja, scheiß drauf, nehmen wir die. Ich meine natürlich. Sei's drum! Wir müssen in die Richtung. Aber noch nicht jetzt. Noch kurz Zeit. Ich chill noch kurz. Ich habe einen Schalli. Das ist ganz gut. Ich habe aber kein Sexascope. Schade. Sexascope hätte ich noch gerne. Place und Kill-Typen. Lass mal überlegen, warte mal, ich muss da rüber, was sagt denn die Karte? Ganz ehrlich, das ist echt fast ein Fall für ein Buggy. Das ist leider ein Fall für ein Buggy. Weil... Wenn da oben keiner ist, dann lachen die Schlappen. Nein, wieso habe ich ihn jetzt auf... Wieso habe ich ihn jetzt? Bin ich schon auf die Karte umgeschaltet. Oh, wie dumm. Da steht es auch schon drin, guck. Wusste ich's doch. Das sind diese Sachen. Das sind diese Sachen, ich sag's euch. Sowas passiert euch nur, wenn ihr das Game lange nicht mehr gespielt habt. Der war aber auch nicht gut. Den habe ich ja schon gut verarztet gehabt, glaube ich jetzt. Ich brauche wieder Routine in dem Game. Wieso bin ich jetzt bitte schön auf die Karte umgestiegen? Das gibt's ja nicht. Naja, jetzt schauen wir es uns noch zu Ende an. Meine Güte.
Es dauert echt wieder ein bisschen, bis du wieder drin bist. Es ist wirklich, es ist ein bisschen frickelig, das Game. Noch 7, das sind noch alles Bots, oder? Das sind noch alles Bots. Kenji Chino. Hat eine AWM. Und eine DP12. AWM und DP12. Warum macht er das? Eigentlich cool, ja. Muss aber jetzt irgendwann im Next raus aus dem Ding. Bringt nichts. Außer dass natürlich jetzt jeder weiß, dass du da bist. Okay. Kenji Chino, zeig, was du kannst. Noch 6. Charlie von rechts, von hinten. Wahrscheinlich entweder eine Dragunov oder... Nee, der ist bei... Ja, genau, hier. Body irgendwo. Ach so, ich könnte eigentlich meinen Eye-Tracker anmachen. Eigentlich eine gute Idee, das machen wir jetzt mal. Halt. Was seht ihr denn jetzt? Rechts, weiter rechts. Ich sehe, ich höre, aber ich sehe nicht. Ja, okay, Eye-Tracker ist anders, klar. Oh mein Gott, alle wissen, dass er da ist. Wie witzig ist es bitte schon, dass er den nicht gesehen hat. Alter Schwede, wie krass das Game gerade ist. Ja, so viel Munition wirst du jetzt nicht mehr brauchen, sind noch 5. Du könntest den anderen Dude looten. Shit. Jeder weiß, dass er da ist. Er hat halt echt gelitten. Weste ist jetzt auch geröstet. Auto kommt. Hä, ist der rausgeflogen aus der Zone? Ne, der steht noch da. Schieß aufs Auto, das explodiert jetzt. Ja, das passt. Die Wurst. Die Wurst 0815. Die Wurst 0815 hat ins Gras gebissen durch Autoexplosion. Aber das konnte er doch sehen. Ich meine, dass die Karre geraucht hat, hat man ja gesehen. Tja, jetzt ist... Da vorne steht einer. Da vorne steht ein Touri. Nicht schlecht. Heady. AWM-Headys. Tun weh. Nach allem, was man so hört. Die Map des Todes, Leute. Die Map hat mich getötet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich muss erst wieder reinkommen hier. Ich muss ein bisschen hier üben. Ich muss ein bisschen üben. Ich muss einmal die Finger warm machen hier wieder. Das gibt's ja nicht. Wie ich die auf die Map gewechselt habe und dann ins Gras gebissen habe. Oh, ja, 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 ja. Dauert eine Weile, bis man wieder drin ist in dem Game. Ich sag's euch. Einmal 3 Wochen lang nicht spielen, schon ist mal eingerostet wie so ein... Ja. Wie so ein Sargnagel. Wobei, die sind bestimmt aus Edelstahl, ne? Weiß ich nicht. Kenn mich mit Sargnägeln nicht so aus. Ich erzähle wieder nur Schmarrn, ignoriert es einfach. Noch 3 am Leben.
Dafür, dass noch drei im Leben sind, rennt er ziemlich sehr auf der offenen Fläche rum. Ziemlich furchtlos. Er weiß, dass Wurst 0815 tot ist schon. Um den brauchst du sich also keine Sorgen mehr machen. PZ-Granate, alles klar. Warum? Weiß er, dass da einer ist? Oder ist es einfach nur Vermutung? Ne, das ist in der Zone und er will die Zone safe machen, indem er Granaten reinrotzt. Okay, das macht Sinn, ja. Würde ich sagen, macht Sinn. Was ich nicht verstehe, ist, wo sind die anderen zwei? Also, die müssen ja eigentlich direkt vor ihm rumlurchen irgendwo. Wo sonst denn, die Burschis hier? Wäre jetzt witzig, wenn die Zone kleiner wird und die einfach in der Zone sterben. Also ist durchaus möglich, weil Bots teilweise echt dumme Dinge tun. Aber ich glaube auch, dass die Bots besser gemacht wurden. Wie ist denn das? Ich glaube, im letzten Update kann das sein. Irgendjemand hat nichts von ihnen. Merda. Wollt ihr mich veräppeln? Ich flippe aus. Oh mein Gott. Molly? First Aid, alles klar. Oh mein Gott, wie der sich... Nein. Jetzt ist mir mein Handy aus der Tasche gefallen. Wenn er eine Granate hat, dann ist der andere jetzt geliefert. Na, schlecht geworfen. Legt dich hin. Granaten machen übrigens weniger Schaden, wenn er euch hinlegt. Sehr gut. Ja. Hm. Ja, rein damit. Die war zu weit am Baum, die ist Richtung Baum gesprungen, die hat dem anderen keinen Schaden gemacht. Deswegen nachzuladen ist ein Schmarrn gewesen, glaube ich. Er ist gerade an der Zonengrenze. Hast du noch eine Granate? Nee, jetzt haben beide keine Granaten mehr. Witzig, okay, lustig, lustig, lustig. Die Granate ist dumm gehüpft, weil sonst wäre der andere wahrscheinlich schon tot gewesen. Ist nämlich so gehüpft, dass sie genau am Ende des Baumes... Der schießt doch da einfach nur auf. Der schießt doch auf Gefühl dahin, oder? Ja, der schießt nach Kühl. Der Typ ist genau hinterm Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Super, jetzt gewinnt derjenige, bei dem die Zone als letztes kommt. Wenn die Zone jetzt zu ihm kommt, stirbt er. Oh Gott, wie dumm. What the fuck? Den hätte der Hunde unbedingt haben müssen. Der andere. Weil er wurde von der Zone rausgepusht. Und er hätte ihn einfach nur mit der Farmers wohlgemerkt wegbrezeln müssen. Komisch. Komisches Spiel. Komisches Spiel. Immerhin wurde ich vom Besten, vom Gewinner des Matches gekillt. Aber trotzdem habe ich mich natürlich ziemlich dumm angestellt, muss man dazu sagen. Trotzdem, ja, ich muss jetzt ein bisschen wieder üben. Ich muss ja also wieder reinkommen in das Game. Danke fürs Zuschauen und ich werde jetzt wieder regelmäßig neue Videos machen und dementsprechend auch kurzfristig auf eure Kommentare reagieren können. Also schreibt mir gerne Kommentare und bis dahin sage ich Servus, passt auf euch auf, ciao, ciao, macht's gut.